Hallo zusammen. Heute möchte ich euch mal die Challenger 230 vorstellen. Sido Challenger 230. Ja, das ist ein jetbetriebenes Schnellboot mit zwei Rotax-Motoren, a 260 PS. Klingt schön, ist auch sehr schön. Das Boot schafft wirklich bei ruhigem Wasser, wenn keine Wellen sind etc., da haben wir die Möglichkeit, bis zu 90 km/h schnell auf dem Wasser zu fahren. Das macht einen unheimlichen Spaß. Und es ist ein schönes Freizeitboot, mit dem man sehr viel Fun haben kann. Ja, das Boot ist ca. 7,16 Meter lang und 2,69 Meter breit, aus dem Baujahr 2009. Und wie gesagt, 2x260 PS. Und ja, wird ungefähr um die 40.000, 45.000 Euro gehandelt, Neupreis über 100. Dieses Boot ist Baujahr 2009. Es ist schon natürlich ein bisschen in die Jahre gekommen, ca. 15 Jahre alt, hat ein paar Gebrauchsspuren. Es sind noch ein paar Kleinigkeiten dran zu machen und deshalb gibt es dieses Boot für 30.000 Euro. Also, jetzt stelle ich euch mal das Boot vor. Ich zeige euch ein paar Kleinigkeiten, was noch alles gemacht werden muss und was wichtig ist daran. Kommen wir zunächst zum Trailer. Ist ein polnisches Fabrikat, dieses Jahr gekauft worden, nagelneu. Da fehlt nichts dran, im besten technischen Zustand, ist zugelassen bis 2,5 Tonnen. Und ja, damit kann man das Boot sorgenfrei manövrieren. Der hintere Teil, die Lichter etc., Nummernschild, kann hinten abgeschraubt werden. Diese Metallstäbe werden dann reingefahren. Und in wenigen Handgriffen kann man das Boot so also den Trailer so umbauen, dass man sozusagen das Boot zu Wasser lassen kann. Hat hier hinten einmal zwei Rollen auf dieser Seite, also zwei Führungsrollen, auf der anderen Seite auch, in der Mitte Aufführungsrollen. Vorne haben wir auch Führungsrollen und da nochmal Rollen, um das Boot leicht zu Wasser zu lassen. Ja, das Boot, wie ihr schon seht, bräuchte ein neues Antifouling, ein Eimer Antifouling habe ich mir schon angeboten machen lassen, kostet ca. 150 Euro und mit bisschen Geschick und ungefähr einen Tag Zeit hat man das sozusagen erneuert. Die alte Antifouling etwas abschleifen und die neue drauf. Die Kanten schön abkleben und dann hat man ein neues Antifouling. Ist nicht weiter schlimm, kann man machen und kostet nicht viel Zeit und nicht viel Geld. So, das Boot an sich hat hier und da ein paar kleine Kratzer, die kann man retuschieren. Ist logisch, wenn man es gebraucht, dass ab und zu hier und da ein kleiner Kratzer entsteht. Wen es stört, der macht sich da ans Werk. Ansonsten, wenn es nicht stört, kann man auch so fahren. Vom Weiten sieht man das nicht. Ja. Es bräuchte natürlich auch eine Reinigung, da wir hier in Ibiza, Talamanca sind und es hier sehr viel Staub und Wind gibt. Das Boot ist mit einer handelsüblichen Bauplane abgedeckt und deshalb kommt da auch ab und zu ein bisschen Schmutz mit rein. Reingeweht und deswegen muss man es auch mal grundlegend sauber machen. Ja, eine Plane, so wie es der Nachbar hier hat, kostet für diese Größe eine Piercing ungefähr um die zwischen 150 und 250 Euro online. Das sollte, denke ich, auch kein Problem sein. Kommen wir zum Jetantrieb. Dieser bräuchte auch eine neue Antifouling. Einfach das Ganze auch mit anstreichen und dann sieht das wieder schön aus. Diese Teile müssten ausgewechselt werden, dann dreht man die Schraube raus und das sind sozusagen diese, wie nennt man das, Opferanoden, wo praktisch anstatt dass das Metall zu zerfressen, zuerst das hier abgefressen wird. Auf dieser Seite. Dieses Teil,
Hauptes ab. Und diese gibt es in jedem Bootsshop, auch online gibt es zu kaufen. Und dann kann man das auswechseln. Ja. An dieser Stelle ist auch noch eins. Und auf der anderen Seite, da gehört auch eins hin. An mehreren Stellen muss das eingebaut werden, damit sozusagen nicht der Jetantrieb an sich angefressen wird, sondern zuerst diese Opfermetalle. Ja. So. Soweit ist es in einem guten Zustand, voll funktionstüchtig, hatte ich dieses Jahr schon mehrmals im Wasser gehabt. Ganz wichtig, der Ablassstopfen, den darf man nicht vergessen, bevor man das Boot zu Wasser lässt, darf man den nicht vergessen zuzumachen, sonst geht es abwärts. Hat auch eine Unterwasserbeleuchtung, ist sehr schön anzuschauen, gerade abends. Dann haben wir hier die Badeleiter, kann man so rausnehmen und hat hier eine Badeleiter. Steigen wir mal aufs Boot. Ja, und hier wären wir dann im Innenraum des Bootes. Das sind dann so die Sitze. Wie gesagt, müsste auch hier ein bisschen gereinigt werden. Da ich, wie schon erwähnt habe, nicht viel Zeit dafür habe, deshalb ist es zu schade, dass das Boot hier rumsteht. Und es sollte einen Besitzer haben, der Zeit hat und sich auch darum kümmert. Deshalb schweren Herzens muss ich mich davon trennen. Ansonsten ganz interessant, wir haben überall Halter für Getränke und einen Anschluss, um verschiedene Geräte zu laden, also Telefone oder USB-Anschlüsse oder verschiedene Boxen etc. kann man laden. Hinten haben wir dasselbe auch, links und rechts haben wir auch einen Anschluss, da kann man sozusagen hier iPad etc. Telefon laden und auf der anderen Seite auch. Ansonsten gibt es jede Menge Fächer links und rechts. Hier ein großes Staufach. Dann haben wir hier das Radio. Ist auch dabei und hier die Armaturen. So, hier hinten haben wir das Verdeck, ein schönes Bimini, sehr stabil, ist leicht zu betätigen. Ich zeig's mal kurz, man nimmt einfach, zieht das hoch. Und dann hat man hier einen Stab, den rastet man hier unten ein. So, Moment. So, und dann ist das wunderbar gemacht. Auf beiden Seiten macht man das Ganze. Zack. Dann ist das Ganze stabil. Da hat man ein schönes Verdeck. Man befestigt das noch mit diesen Leinen nach vorn. Und dann hat man hier ein schönes Verdeck und einen schönen Schatten und kann sich da reinsetzen. So, wie schon erwähnt, gibt es ein paar kleine Reparaturarbeiten an dem Boot zu erledigen. Wie zum Beispiel der Fuß hat bei der letzten Fahrt etwas abbekommen. Das Ganze würde ich aus Metall bestellen. Gibt es für ca. 30 bis 50 Euro online. Die Fußhalterung für Boote ist eine Standardgröße. Kann man sozusagen aus Metall bestellen und am besten auch gleich den Tischfuß dazu. Und dann hat man einen stabilen Tisch, um praktisch bei der nächsten Bootsfahrt den Tisch nutzen zu können.
Hinter der Rücksitzbank befinden sich die zwei Motoren. Um dort ranzukommen, geht man hier in das Handschubfach, zieht an der Seite hier, das öffnet den Verschluss und dann kann man hier hinten das Ganze hochheben. So. Hier befindet sich der Tisch und wie gesagt, hier ist das Tischrohr, würde ich aber aus Edelstahl machen, da dieses schon sehr angerostet ist und es so nicht verwenden werden sollte. Na, wie gesagt, Tischfuß und das Rohr dazu und der Tisch ist aus Plastik und aus GFK, von daher sollte das halten. Hier unten hat man nochmal so ein kleines Staufach, wo man ein paar Taschen reintun kann etc. Und unten drunter befindet sich sozusagen der Motor. So, hier sind wir jetzt im Motorraum. Da haben wir die beiden Rotax-Motoren. Das ist einmal auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite im top-technischen Zustand. Ich habe mir dieses Jahr selbst die Arbeit gemacht und alle Verbindungen, diese Schellen, habe ich alle ausgewechselt dieses Jahr, weil die alten mir nicht gefallen haben. Die waren so gemacht, dass die nach gewisser Zeit dann irgendwann abfallen, kaputt gehen. Und deswegen habe ich die ganzen ausgewechselt dieses Jahr, die ganzen Rohrschellen. Das waren, glaube ich, über 50. Das war eine Schweinearbeit. Ja, wie man schon sieht, sind die Intercooler neu. Die sollte man auswechseln alle 5 Jahre, weil drin die Lamellen, die praktisch die Luft kühlen und da läuft ja Wasser durch und dann kann es dazu kommen, dass die korrosieren und leichte, ja, wie soll ich sagen, dass dann Wasser reinkommt und dieses Wasser kommt dann in die kühler Luft und wandert dann in den Motorraum und das wäre nicht so gut, in der Verbrennungskammer Wasser zu haben. Ja, deshalb haben wir die dieses Jahr ausgewechselt, hat ca. 1500 Euro gekostet, aber das sollte man machen ab und zu. Kommt natürlich darauf an, wie oft man das Boot fährt und in was für Gewässern. Im Salzwasser sollte man das natürlich öfter machen, im Süßwasser ist das nicht ganz so schlimm. Ja. So, dann würde ich sagen, starten wir mal den Motor. Das geht hier über diese beiden Knöpfe, rechts und links. Die sollten vielleicht auch ausgewechselt werden. Die sind schon ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen worden. Funktionieren noch tadellos, ohne Probleme, aber die sollte man auswechseln. Durch die Hitze hier in Ibiza ist das ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen worden. Ja. Um das Ganze zu starten, nimmt man praktisch so wie beim Jetski hat man so einen Schlüssel, den steckt man hier unten ran. Dann kommt schon das Geräusch. So, da muss ein Doppelsignal kommen. Genau, dieses brauchen wir und dann kann es losgehen. So, und wieder drauf drücken, dann ist das Ganze aus und jetzt machen wir das mit dem linken Motor auch. Auch dieser startet gleich ohne Probleme. Und dann zum Schluss zieht man das Ganze ab, den Schlüssel, zack. Um den Motor zu starten, ist es auch ganz wichtig, dass die Hebel in der richtigen Position sind, also in der Mittelstellung hier und Gashebel ganz nach vorn. Ja. Beim Jetantrieb ist alles ein bisschen umgedreht, wenn man praktisch den Hebel
nach hinten zieht, geht es vor. Wenn man den Hebel nach vorne drückt, geht es rückwärts. Und genauso ist es mit dem Gas. Wenn ich den Hebel nach hinten ziehe, geht es los. Wenn ich nach vorne drücke, ist Gas weg. Was noch ganz wichtig ist zu erwähnen, der Jetantrieb ist nicht dafür geeignet, dass man ihn dauerhaft im Salzwasser liegen lässt. Also Empfehlung von mir, das Boot jedes Mal zu Wasser lassen und wieder aus dem Wasser rausholen, wenn man das im Salzwasser liegen hat, da das Salzwasser doch sehr aggressiv ist dem Jetantrieb gegenüber. Das hat der Vorbesitzer nicht so berücksichtigt und deshalb sind diese Opfernoten alle abgefressen und deswegen müssen die erneuert werden und natürlich auch die Antifouling. Ich habe es dieses Jahr so gehandhabt, dass ich das immer, wenn ich damit gefahren bin, es erst dann zu Wasser gelassen habe und auch gleich am gleichen Tag wieder rausgeholt habe, mit Süßwasser abgespült, insbesondere die Jetantriebe, und das Ganze habe ich auch durchgeprüft, das ist alles super, also es funktioniert alles super. Und wie gesagt, ich hatte dieses Jahr zweimal die Chance gehabt, mit dem Boot zu fahren, diese Saison. Es war sehr schön, tolles Erlebnis und es ist ein schönes Fahren. Das Boot ist, wie soll ich sagen, erst bei höheren Geschwindigkeiten macht es Spaß, erst dann ist es schön manövrierfähig und die Spitze ragt dann höher aus dem Wasser, wenn man ein bisschen Gas gibt, und dann kann man mehr oder weniger über kleinere Wellen kann man dann wirklich hinweg schweben. Das macht wirklich Spaß. Ja. Was noch dazu gibt, es gibt noch ein Zelt dazu, das heißt an der Bimini kann noch ein Zelt dazu befestigt werden und dann hat man sozusagen wie einen geschlossenen Raum im hinteren Bereich, wo man sozusagen die Couch hat, also die hintere Sitzfläche. Und ja, das gibt es noch dazu. Das habe ich noch vergessen zu erwähnen. Ja. Ja, so viel zur Challenger 230. Das ist ein schönes Boot, braucht ein bisschen Pflege. Man muss sich darum kümmern. Und ich denke, wenn jemand, der begeistert ist für Bootssport und Zeit hat, der wird viel, viel Spaß damit haben. So, sollten noch Fragen da sein, meldet euch einfach. Ich melde mich bei euch. Bis dahin, ciao, ciao.